Sie sind selbst nicht von Barrieren, Ausschlüssen oder Diskriminierung betroffen, wollen jedoch andere unterstützen, wollen Verbündete, Verbündeter sein. Sie wollen durch ihr Handeln zu mehr Gerechtigkeit beitragen. Sie wollen solidarisch sein, wissen ja noch nicht genau wie. Solidarität und Verbündetsein müssen sich im Handeln zeigen. Aber keine Sorge, man kann klein beginnen. Für ein paar Anregungen habe ich bei KollegInnen und Studierenden nachgefragt. Bis vor kurzem habe ich den Begriff des Verbündetseins, auf Englisch Allyship, nicht gekannt. Ich habe ihn dann gegoogelt und interessante Webseiten, YouTube-Videos und Online-Beiträge gefunden, die mich zum Nachdenken angeregt haben. Auch über meine eigene privilegierte Position, weil ich über viele Vorteile gar nicht selbst nachdenken muss. Es hat mir aber auch gezeigt, dass ich selbst im Kleinen sehr viel helfen und beitragen kann. Zum Beispiel, wenn unpassende Witze oder Kommentare fallen, etwas zu sagen und hier nicht zu schweigen. So arbeite ich eigentlich jeden Tag an meinem Verbündetsein. Und was machst du, Gregor? Ich finde auch, dass Medien dabei unterstützen können, über die eigenen Vorteile und Vorurteile nachzudenken. Neben Büchern und Online-Beiträgen gibt es einige gute Podcasts, Filme und Serien. Sie regen zum Nachdenken an, unterstützen uns in der Reflexion und teilen Geschichten von Betroffenen, aber zeigen uns auch Vorbilder. Zu lesen oder zu sehen, welche Wünsche und Forderungen Betroffene haben und welche Erfahrungen sie machen, spricht mich in meinem Gerechtigkeitssinn an. Schließlich geht es hier um das Recht, nicht aufgrund persönlicher Eigenschaften diskriminiert zu werden. Das weckt in mir immer wieder die Motivation, zu einer Veränderung beizutragen und ein guter Ally zu sein. Und wie sieht das bei dir aus, Laura? Also ich finde es besonders wichtig, welche Begriffe ich verwende und dass ich auch die korrekten Begriffe verwende. Das ist nicht immer ganz so einfach, weil Communities manchmal die Begriffe nicht einheitlich verwenden und sich Selbstbezeichnungen und Begriffe auch weiterentwickeln. Was man einmal recherchiert hat, kann sich also auch wieder verändern. Hinsichtlich der Sprache gibt es noch ein paar weitere wichtige Dinge, die man tun kann. Ich zum Beispiel versuche immer so präzise wie möglich zu formulieren, wenn ich über Menschen spreche oder schreibe. Dabei ist es auch wichtig aufzupassen, aus welchen Medien man zitiert und dass man diskriminierende Bilder und stereotype Beschreibungen nicht reproduziert. Was machst du als Ally, Ilse? Was ich als Verbündete mache, ich höre genau zu, was Transpersonen, People of Color oder auch Menschen mit Behinderungen zu sagen haben. Ich bin offen für ihre Kritik und ihre Forderungen und für mich sind sie Expertinnen, weil ich von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen lernen kann. Sie sind Expertinnen für mich, was Machtungleichheiten und Diskriminierung betrifft und sie sind auch Expertinnen und Experten, ExpertInnen dafür, wie man Barrieren und Benachteiligungen abbauen kann. Aber sie sind für mich Expertinnen, wenn sie es selber wollen. Ich spreche niemanden in der Straßenbahn oder im Kaffeehaus an, sondern treffe sie im professionellen Rahmen, um sie zum Beispiel für die Leitung eines Workshops oder überhaupt für einen Workshop zu gewinnen. Und wie bist du solidarisch, Johanna? Nun, Ilse, zuhören und ernst nehmen finde ich schon zwei wichtige Punkte. Ich denke, dass Inklusion und Fairness nur dann zustande kommen kann, wenn wir mitfühlen und uns für andere stark machen, und zwar auch das ohne unsere eigene Betroffenheit. Konkret heißt das, dass ich als Ally die Stimmen der Betroffenen und Benachteiligten verstärke, und zwar indem ich meine eigenen Privilegien dazu einsetze. Mich selbst versuche ich dabei allerdings zurückzunehmen, denn um mich, um meine Gefühle, meine Erfahrungen oder auch Interpretationen geht es dabei nicht. Solidarität heißt ja unter anderem, eigene Interessen zugunsten anderer oder der gesamten Gemeinschaft ein Stück weit zurückzunehmen. Was kannst du noch ergänzen, Robert? Ich habe eine wichtige Ergänzung zu deinen guten Punkten, Johanna. Und zwar wird es uns als Allies, als Verbündete immer wieder mal passieren, dass wir Fehler machen, dass wir eine unpassende Formulierung verwenden, dass wir eine Bezeichnung wählen, die falsch ist, dass wir stereotype Vorstellungen reproduzieren durch die Art und Weise, wie wir sprechen. Wenn wir zum Beispiel Frau zu jemandem sagen, obwohl sich die Person als nicht binär definiert,
wenn wir Behinderter sagen zu einem Studienkollegen mit Behinderung oder Ähnliches. Dann ist es wichtig, dass wir nicht total streng zu uns selbst sind oder uns entmutigen lassen auf dem eigenen Weg hin zum Ally. Fehler zu machen gehört dazu und ist kein Ding. Dann ist es aber wichtig, dass wir uns entschuldigen, korrigieren und weitermachen. Lisa, was sagst du zu all diesen Überlegungen? Also ich finde, in all dem, was ihr jetzt gesagt habt, steckt für mich eine zentrale Botschaft. Educate yourself. Don't expect discriminated or marginalized people to educate you. Diese Botschaft, sich selbst zu bilden und sich selbst zu informieren, habe ich jetzt nicht nur von euch. Die findet man auch in den zahlreichen Quellen über das Verbündetsein. Für mich bedeutet das, ich als Mitglied dieser Gesellschaft habe auch die Verantwortung, diversitätssensibel, vorurteilsbewusst und inklusiv zu handeln und zu leben. Dafür ist es also nötig, Bewusstsein über verschiedene Sachverhalte aufzubauen und sich Wissen anzueignen. Zum Beispiel darüber, wie Diskriminierung zustande kommt, was Bias sind und welche Selbstbezeichnungen von benachteiligten Gruppen gerade verwendet werden. Und dafür gibt es viele Möglichkeiten. Man muss sie nur nutzen.